Ich habe euch schon oft gesagt, dass Eltern ihre Kinder belehren müssen, um nicht in die Haftung beim Filesharing zu kommen. Doch wie so eine Belehrung wirklich auszusehen hat, darüber hatte jetzt das Amtsgericht Oldenburg zu entscheiden. Mehr dazu in diesem Video. Hallo, ich bin Christian Solmecke, Rechtsanwalt und Partner der Kölner Medienrechtskanzlei Wildeborger und Solmecke, und für ein Elternpaar aus der Nähe von Oldenburg kam es knüppeldicke. Sie sollten das Computerspiel Dead Island insgesamt 17 Mal über BitTorrent im Internet verbreitet haben. Die Eltern verteidigten sich damit, wie es auch tatsächlich sinnvoll ist, und haben gesagt, wir waren das nicht, wir haben aber einen 13-jährigen Sohn. Das kann schon sein, dass der das war. Wir sind jedenfalls unseren Aufsichtspflichten in vollem Umfang nachgekommen. Konkret trugen die Eltern vor, dass sie ihr Passwort mit einem Rechner versehen hatten, umgekehrt ihren Rechner mit einem Passwort versehen hatten, und ihr Kind natürlich jederzeit über die Gefahren im Netz aufgeklärt hatten. Konkret sah die Aufklärung so aus: Das Kind solle nichts Kostenpflichtiges aus dem Internet runterladen. Über Urheberrechtsverletzungen und so habe man zwar nicht gesprochen, aber dafür sei die Schule zuständig, und die Eltern hätten gewusst, dass in der Schule darüber schon mal gesprochen worden ist. Die Frage, die sich jetzt das Amtsgericht Oldenburg stellte, war: Reicht es aus, wenn man seinen Rechner mit einem Passwort verschlüsselt und das Kind dann eben das Passwort irgendwie rausfindet und noch zusätzlich darüber spricht, man soll sich nichts Kostenpflichtiges runterladen? Nun, da sagen die Richter, nee. Liebe Eltern, hiermit seid ihr euren Aufsichtspflichten nicht ausreichend nachgekommen. Ihr hättet konkret über Tauschbörsen mit dem Kind reden müssen, und ihr hättet konkret auch über Urheberrechtsverletzungen mit dem Kind reden müssen und dürft diese Aufgabe eben nicht der Schule überlassen. Also lag keine ordnungsgemäße Belehrung vor. Die Eltern mussten sowohl für die Abmahnkosten aufkommen als auch für den Schadenersatzanspruch, den der Spielehersteller hier geltend gemacht hat. Richtig oder nicht, ist die Frage. Dazu kann ich Folgendes sagen. Wir haben ja für unsere Mandanten schon im Jahre 2012 die sogenannte Morpheus-Entscheidung des Bundesgerichtshofs erstritten. Da hat der Bundesgerichtshof die Regel aufgestellt, dass Eltern ihre minderjährigen Kinder belehren müssen, bevor sie sie ins Internet lassen. Und darauf zugeschnitten haben wir einen Internetnutzungsvertrag entworfen, der auch kostenlos runtergeladen werden kann. Und dieser Internetnutzungsvertrag ist nichts anderes als eine rechtswirksame Belehrung. Und hätte dieses Elternpaar aus dem Amtsgerichtsbezirk Oldenburg unsere Belehrung genutzt, dann wäre ihnen hier auch nichts passiert und die hätten den Fall gewonnen. Und damit euch das nicht passiert, haben wir die Belehrung hier im YouTube-Video verlinkt. Die könnt ihr euch nämlich kostenlos runterladen, jeweils dann, wenn ihr Eltern seid und minderjährige Kinder habt, sollte man die nutzen. Falls ihr euch jetzt wundert, huch, das ist ja ein Vertrag, den das Kind unterschreiben soll und mit den Eltern eingeht. Ja, das haben Kinderpsychologen so mit ausgearbeitet, dass es sinnvoll ist, dass ein Kind sich auch bindet wie ein Vertrag. Letztlich vor Gericht würde es als Beweis dienen wie eine Belehrung. Das als kleiner Service-Charakter von uns. Falls euch das gefällt, Daumen rauf und gebt uns gerne ein Abo. Seid auch morgen wieder mit dabei, wenn hier schon das nächste Video über diesen Kanal flimmert. Danke fürs Zuschauen. Tschüss und bis bald.